Hi, das wird wahrscheinlich eher ein kürzeres Video werden. Ich möchte euch nur etwas erzählen, ein bisschen über Lil Yachty und meine aktuellen neuen Phasen mit Autotune sowie Vocal Effects. Weil ich kann gleich vorab sagen, Lil Yachty hat mich ein bisschen begeistert in den letzten Jahren. Aber warum ist das so? Im Endeffekt, Lil Yachty habe ich die letzten Jahre eigentlich komplett gehasst. Mir hat kein Song gefallen von seinen ganzen Projekten von Lil Boat oder was auch immer in den Jahren 2016 oder so released wurden. Und das blieb auch für eine sehr lange Zeit so, bis er ein gewisses Feature rausgebracht hat auf einem Song von Theophilus London. Der Track hieß Seals. Und als der Song noch nicht mal erschienen ist, hat Theophilus London selber auf Instagram Snippets von dem Song veröffentlicht. Und dort hat er ein bisschen was von Lil Yachty's Part gezeigt. Ohne Instrumental, bloß sein Gesang mit ein bisschen Vocal Effects und Autotune. Und ich saß wirklich da mehrere Male. Und warum auch immer, ich konnte nicht aufhören, dieses Video mir anzusehen. Mittlerweile finde ich dieses Video leider nicht mehr. Wenn ich bis zum Erscheinungsdatum dieses Videos das Snippet finde, dann werde ich es inkluden. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch finde. Eat me. Alive. I can't Bis zur Studioversion, bis der Song dann damals rauskam, es war dann quasi ein Lil Yachty Remix. Mir hat es dann nicht gefallen, mir hat es dann nicht mehr gefallen. Und das lag jetzt nicht an Lil Yachty selber oder so, sondern einfach bloß an dem Instrumental. Aber ab dem Punkt hat sich die Beziehung zwischen mir und Lil Yachtys Musik eigentlich nur verbessert. Das war für mich auch ein bisschen komisch, dieser ganze Werdegang mit Lil Yachty, weil im Endeffekt. Wer sich erinnern kann an zum Beispiel meinen letzten Jake Lux Channel, meinen ersten Jake Lux Channel, der kann sich sicherlich daran erinnern, dass ich öfters mal den Kritikpunkt Autotune hatte, besonders bei Reviews von Rin oder sonstigen Sachen. Und seit dem Punkt vor 2 Jahren, schätze ich mal, glaube ich, war das, ist es einfach so, dass Autotune mir relativ mehr gefällt. Mittlerweile gefällt mir Autotune aber auch wirklich so sehr, dass ich Mr. Autotune Man himself auf der Wand habe, Travis Scott. Grundsätzlich bin ich von der Entwicklung selber auch sehr begeistert. Es ist für mich aber nicht so, dass ich dann jeden T-Pain-Song auf jeden Fall total lieben würde, den ich jetzt je gehört hätte. Aber ich habe durch dieses Feature auf dem Song Seals einfach weitaus mehr Respekt einfach ergattern können. Und seitdem beobachte ich Lil Yachtys Musikkarriere schon ein bisschen sehr. Und vergangene Woche hat Lil Yachty ein Mixtape veröffentlicht namens Michigan Boy Boat oder vielleicht ein Album, ich bin nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht komplett sicher, aber er hat es released und ich muss ganz klar sagen, es ist eines der besseren Projekte, die ich dieses Jahr gehört habe. Und es ist definitiv das Beste von Lil Yachty bisher. Dieses ganze Projekt hat ein Subgenre. Es ist Detroit Scam Rap. Wer Detroit Scam Rap nicht kennt, ist es im Endeffekt eine, ja, eine Trap-Form, wo du einfach, naja, so gut wie möglich und so awkward wie möglich, besser kann ich es nicht bezeichnen, aber so awkward wie möglich deinen Flow in die Länge ziehst durch den Beat. Es liegt dadurch ein wenig Offbeat, an was man sich definitiv gewöhnen muss, dass es Offbeat ist, aber sobald es Klick macht mit dem Subgenre, bist du da vollkommen mit dabei. Du hast automatisch eher den Fokus daran, dass es einfach ein spaßiger Song wird und die meisten Songs auf diesem Album oder Mixtape, ich bin mir nicht ganz sicher, ja, die sind spaßig. Welcher Song mir am meisten Spaß macht, ist Track 6, Never Did Coke mit Swae Lee. Das ist ein absoluter Banger. Swae Lee, das Feature, war für mich selber eher bisher nur so ein, eher so ein Sänger, ja. Aber ihn ein bisschen rappen zu hören mit diesem Stil, mit diesem Detroit-Stil, ist der Wahnsinn. Was ich an Lil Yachty so cool finde, war aber auch präsent auf seinem letzten Album Lil Bo 3. Dort ist klasse Features, dort ist eine teure Produktion, was man auch definitiv gemerkt hat. Das ganze Charisma, das war das Wort, wonach ich gesucht habe, das ganze Charisma ist einfach vollkommen da. Und das sellt der einfach, das verkauft der so gut. Ich kann jeden verstehen, der Lil Yachty gar nicht leiden kann, by the way. Kann ich absolut verstehen. Weil wenn man Hip-Hop rein aus, weiß nicht, technischen Gründen oder sonst was hören möchte, dann ist natürlich jetzt ein Lil Yachty weitaus schlechter als ein Eminem oder sowas. Aber wenn man für beide Aspekte definitiv da ist, dann kann man dem auf jeden Fall eine Chance geben. Auf jeden Fall auch Michigan Boy Boat. Ich persönlich bin mit Detroit Scam Rap nur mit Sada Baby bisher vertraut gemacht worden. Ich weiß nicht, ob es da größere Rapper als er gibt, aber ist auch Sada Baby, der
glaube ich, 2 oder 3 Mal hier gefeatured ist, ist wirklich ein cooler, cooler Künstler. Wer sich vielleicht noch an meine Songliste des Jahres erinnern kann, da war Lil Yachty auch präsent mit seinem Song mit Future. Pardon Me war einfach ein großartiger Song, hauptsächlich wegen Future. Nebensächlich macht aber Lil Yachty auch genug aus, um einfach diesen Song gut und großartig zu vollenden. So, aber was heißt das Ganze für mich im Endeffekt? Im Endeffekt ist für mich jetzt klar, dass ich mehr Sachen eine Chance geben kann, was ich ziemlich cool finde. Egal, ob ich einen Song richtig scheiße finde oder richtig cool finde, ich bin trotzdem equally dankbar dafür, dass ich ihn hören durfte, weil ich mir natürlich einen weiteren Horizont bilden möchte. Und manchmal denke ich mir auch, Mensch, es gibt so viele Leute, die zum Beispiel Deutschrap feiern, ich feiere nur wenige Artists davon. Was ist, wenn ich diese Autotune-Barriere eines Tages vielleicht komplett weglegen kann? Vielleicht mag ich dann mehr von den deutschen Artists auch. Das ist zwar nicht der Hauptgrund gewesen, warum ich Deutschrap nicht so mag. Der Hauptgrund, warum ich Deutschrap nicht so feiere, ist einfach, weil ich die deutsche Sprache nicht so ganz hart finde. Ist vielleicht ein komischer Grund, aber ich finde die deutsche Sprache nicht so cool fürs Rappen. Und manchmal denke ich mir, ich starte eine neue Serie namens Zweite Chance und review Alben und Songs, die ich früher nicht mochte, aber vielleicht jetzt mag oder vielleicht gar nicht sich meine Meinung geändert hat. Weil da denke ich dann allgemein an sehr viele Künstler, die mir einfallen würden. Ich bin sehr gespannt, was Lil Yachty die nächsten Jahre alles releasen wird, ob er vielleicht bei dem Style jetzt sofort bleibt oder vielleicht alles wieder durchmixt. Ich wäre für alles da. Jedenfalls ist dieses Video wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt meine Meinung ein bisschen nachvollziehen. Ich hoffe, man sieht sich bald wieder und bis dahin bleibt gesund und ciao.